So, warum lieben wir Final Fantasy? Ist das das erste Spiel, was Sakaguchi gemacht hat, nachdem er raus war bei Square Enix? Oder Square? Ist er bei Square noch rausgegangen oder schon bei Square Enix, als die fusioniert sind? Also für diese Sache mit dem Film, ne? Der wurde ja nicht gefeuert, der ist freiwillig gegangen. Und ich gucke mir ja einige Retrospektiven an, wo auch über ihn geredet wird. Er ist ein sehr, sehr bescheidener Kerl, der immer glaubt, er sei nicht gut genug. Du glaubst, Blue Dragon kam noch davor? Das hat mich aber auch sehr geärgert. Also Blue Dragon, ja? Mit dem Artstyle von Akira Toriyama und dann auf der Xbox. Also, nee. Nee. Nur cooles Zeug und dann für die Xbox. Nee, konnte ich gar nicht ertragen. Ich hab keine Xbox. Ich konnte das nicht spielen. Frechheit. Warum lieben So, genau. Gehen wir zu der Frage, warum lieben wir Final Fantasy von Bissier Tommy? Bissier Tommy. So. Du hast das also gerade wieder angefangen. Das hat bestimmt eine gute Geschichte. Der ist ja gut darin, Geschichten zu schreiben. Ich habe in der Retrospektive, habe ich gehört, er hat sich mit Tabata immer so ein bisschen einen Wettstreit geliefert, wie sie Geschichten erzählen. Er wollte immer so ein bisschen Geschichten gut inszenieren und Tabata wollte so die emotionale Schiene, wie auch in Crisis Core, wo er am Ende auch richtig die Tränen aus einem rausprügelt, wenn Zack am Ende stirbt. Also so richtig. Das bei den emotionalen Eiern packen. So Tabata ist da voll heiß drauf. Ist inzwischen aber auch weggegangen, habe ich gelesen. Ich dachte mir schon, alle reden von Final Fantasy 16, wie emotional das Spiel ist. Da dachte ich mir, hat Tabata was? Hajime Tabata was mit zu tun? Nee, der ist schon seit 2018 raus. Er war an Final Fantasy 15 beteiligt und da gab es ja ganz, ganz viele DLCs danach. Die haben ja Teil 15 richtig ausschlachten wollen. Und da ist Tabata einfach irgendwann gegangen, hat gesagt, nee. Da mache ich nicht mehr mit. Ich wollte niemals ewig an einem, keine Ahnung warum, ich dichte das ihm gerade an. Das habe ich gerade erfunden, frei. Dass er nicht ewig an Final Fantasy 15 arbeiten wollte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er da weg. Schade. Konnte gute Geschichten erzählen. So, und der Sakaguchi meinte immer so, wenn es diesmal kein gutes Spiel wird, dann kann ich es wohl einfach nicht und ist dann nach dem Debakel mit dem Film auch einfach gegangen. Es wurde erst mit den DLCs emotional. Es wurde ja auch noch gepatcht, dass ein bisschen mehr Story reinkommt. Aber ich muss sagen, beim zweiten Durchspielen, kurz vor Ende, in der Hauptstory, hat es mich wieder gepackt. Das ist einfach. Du hast es durch, oder? Weil vielleicht spoilere ich jetzt gerade das Ende. Ja, du hast es durch, John. Weil. Er hat ja hat kein leichtes Leben. Jupp, hast es durch. So. Noctis ist der Auserwählte. Es ist überhaupt die ganze Hintergrundstory wurde ja mit den DLCs besser erklärt. Und die ganze Blutlinie wurde verflucht. Quasi die gesamte Blutlinie der Noctis hat quasi diesen Falci, Lissi, I'm the Sea, same as you, die Lissis. Die ja in Final Fantasy 13 die Sklaven der Kristallgötter war. So, ne, diese Maschinen. Da gibt es quasi Bahamut, den Gott, in Final Fantasy 15. Der hat gesagt, ich muss was gegen diese Star Scourge machen. Ich verfluche einfach mal eine Familie und gebe denen Zauberkräfte, so wie die Lissi in Final Fantasy 13. Und dafür stehen die unter meiner Fuchtel. Stimmt schon, es fehlte einfach sehr viel Kontext. So, ich erkläre nur gerade die Vorgeschichte, damit das klar ist, warum es am Ende so packend ist. Aber ja, die Vorgeschichte macht das nur noch trauriger. Die gesamte Familienfehde, die entstanden ist, von zwei Brüdern, die sich verfeindet haben, das war alles gewollt, von Anfang an, um diese Seuche aufzuhalten, die Star Scourge. Und das läuft darauf hin, dass der erste der Brüder am Ende immer noch lebt. Aden Izuna ist in Wirklichkeit Noctis, also nicht Noctis, sondern ein, wie hieß der noch mal mit Nachnamen? Noctis. Jetzt fällt mir sein Nachname nicht mehr ein. Aber Aden gehört zu seiner Familie.
Und er ist der Auserwählte, der am Ende die Star Scourge beseitigen soll. Arden war dafür da, dass er die Star Scourge in sich aufnimmt. Er ist quasi der Schwamm gewesen, der diese Seuche in sich aufnimmt. Der Leute davon auch heilen konnte. Und das existiert nur, oder er existiert nur als Gefäß, damit man ihn am Ende töten kann, damit die Star Scourge verschwindet. So, das ist Ardens Schicksal. Und das hat er sich nicht ausgesucht. Dem wollte er auch nicht folgen. Und deswegen hat er einfach angefangen, politisch einzugreifen und da einfach Chaos zu stiften. Und Noctis Aufgabe ist, von Geburt an derjenige zu sein, der seinen eigenen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel tötet. Und dabei stirbt. So. Der sterben muss, damit er die Star Scourge ausrotten kann. Und es ist von Anfang an klar, dass Noctis sterben muss. Das ist ihm vielleicht nicht klar, aber sein Vater weiß das, die alle davor wussten das. Und auch am Ende, wenn er erwachsen ist und sich auf den Weg macht, weiß er, er geht dahin, um zu sterben. Die meiste Zeit hat er im Kristall verbracht oder sehr viel Zeit hat er im Kristall verbracht, hat geschlafen, trifft dann seine Freunde wieder. Und vor dem Ende sitzen sie noch einmal, bevor sie in die Stadt gehen. Was war es, Lestallum? Oder? Also sie wollten wieder in ihre Heimatstadt gehen, er wollte wieder den Thron besteigen. Und ich glaube, nachdem die da gekämpft haben und er stirbt, zeigen sie die letzte Sequenz am Lagerfeuer, bevor man zum letzten Level aufgebrochen ist. Und da sitzt Noctis mit seinen Freunden und er sagt, er ist bereit, das zu tun. Er ist bereit, sein Schicksal anzunehmen. Aber wenn er da mit seinen Freunden sitzt, lässt es ihn zweifeln. Gute Nacht, Bella. Geh jetzt schlafen. Ja. Gute Nacht. Es ist echt so hart, weil er ist bereit, in den Tod zu gehen, um die Welt zu retten. Aber diese Geschichte mit seinen Freunden, die lässt ihn daran zweifeln. Er würde so gern mit seinen Freunden einfach weitermachen. Er würde einfach mit dem Wagen los in die Wildnis und Spaß haben. Aber er weiß jetzt, er muss jetzt sein Leben beenden. Die ganze Sache ist jetzt vorbei. Das ist wahnsinnig tragisch. Der weiß, er geht in den Tod für seine Freunde, würde aber gern mehr Zeit mit seinen Freunden verbringen. Es ist heftig. Es kommt sehr traurig rüber. Und das ist natürlich die Götter, ne? Die Götter, die alles eingefädelt haben. So, warum lieben wir Final Fantasy? Ich weiß nicht. Kann ich mir nicht erklären. Ich würde niemals einen 5-Minuten-Monolog halten können über ein Final Fantasy oder so. Ich weiß es nicht. Erklär's mir. Bis hier, Tommy. Warum lieben wir eigentlich Final Fantasy? Die wahrscheinlich größte und beliebteste JRPG-Reihe auf dem Planeten hat mich schon seit Kindestagen an fasziniert. Mein erstes Final Fantasy. Würde man hier sagen, aber in Japan Dragon Quest vielleicht. Final Fantasy damals war Final Fantasy 8. Ist auch bis heute noch mein Lieblings. Oh nein, nein, der macht das nicht wirklich. Nennt er Squall gerade Tommy? John, hast du jemals? Ich gehe davon aus, dass du bestimmt Zuschauer benimmst, oder? Die Charaktere nach Zuschauern benennst. Würdest du Squall John nennen? Nee, oder? Das macht man doch nicht. Lieblings-Final Fantasy geblieben, aber trotzdem hat die ganze Reihe für mich so eine Magie und so eine Faszination, dass ich in diesem Video mal meine Gründe zusammenfassen wollte, warum ich persönlich Final Fantasy so liebe. Ich glaube, dass diese Gründe auch bei sehr vielen anderen Leuten zutreffen und ich habe jetzt versucht, mal nichts so was offensichtlich zu nehmen, einfach nur wie, ja, die Beschwörungen sind cool oder so. Deshalb, ich hoffe, ihr könnt mit der Liste was anfangen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, warum ihr Final Fantasy Spiele so gerne spielt und lasst uns einfach ein bisschen schwärmen. Mit Final Fantasy 16 am Horizont, einem neuen großen Ableger der Final Fantasy Reihe, ist es, glaube ich, an der Zeit, einfach mal ein bisschen zurückzublicken und zu gucken, warum wir das alles so nice finden. Let's go! Also Final Fantasy 16, ne? Ich habe ja den Anfang gespielt bis jetzt, also ich werde jetzt nicht spoilern, aber der Junge der braunen Kutte, das ist doch Anthem, oder nicht? Habt ihr Kingdom Hearts gespielt? Wenn ein Kerl in brauner Kutte auftaucht, ist Anthem. Früher hast du das privat gemacht? John und Renoir? Ah, okay, aber du, da war das mit Renoir, ne? Jetzt ist es Millie, oder?
Spielt sie das gerade? Eigentlich? War da nicht was mit Final Fantasy? Oder im Stream zu Zuschauern, ne? Ist auch gut für die Zuschauerbindung, glaube ich. Aber ich kann das nicht. Ich könnte nicht meine Zuschauer. Ein Zuschauer hat für mich den Helden von Dragon Quest benannt, weil die haben generell keine Namen. Das stört mich. Ich komme nicht darauf klar, wenn der Held keinen Namen hat. Da durfte Kamator, hat ihn, glaube ich, Grantor genannt. Das ist mir ein geiler Name. Grantor, mein Held ist Grantor. Macht auch Blitzzauber, also warum nicht? Grantor. Es gibt natürlich zahlreiche Gründe, warum wir die Final Fantasy Reihe so cool finden. Ich persönlich habe jetzt mal versucht, das Ganze auf 5 Sachen runter zu reduzieren, die jetzt erstmal, wie gesagt, nicht so offensichtlich sind, aber ich hoffe trotzdem. Ich meine die Ingame-Renoir. Aber doch, du hattest schon ein Fable für Renoir, ne? Ich weiß, ich fand die jetzt gar nicht so interessant. Ich meine, Aerith und Tifa, ja. Oh, Yuffie, so quirlig und so, ne, fand ich auch ganz lustig. Riku später. Also, ne, so jemand wie Riku finde ich wahnsinnig sympathisch und süß. So. Jetzt habe ich es gesagt. Okay, Roxy, danke fürs dabei sein. Schönen Abend noch. Schlaf gut. Aber Renoir hat mich nie so. Oh, war ich nie so ein großer Fan von. Stimmt, wir hatten ja noch. In dieser Nacht, ne, von Samstag auf Sonntag, dieses Tier, diese Tierlist, oh, wo ich meinen Stream beende und raide dich. Ich habe gesehen, der Keck war online. Da musste ich mir am nächsten Tag noch von Bobitanium anhören, warum ich den Keck nicht geradet habe. Aber ich habe gesehen, du machst da gerade eine Tierlist fertig oder sowas mit Final Fantasy Charakteren. Da habe ich rüber geradet. Und dann habe ich mit dir auch noch da 2 Stunden oder so verbracht. Ich dachte, du gehst duschen, um dann schlafen zu gehen. So frisch geduscht einfach. Ich geduscht, ab ins Bett. So, kennt man doch. Dachte ich. Oder wolltest du noch nicht schlafen? Dann tut's mir leid. Dann dusch gut. Bon douche, wie Howard Wolowitz gesagt hat. Bon douche. Trotzdem, dass das alles Sinn macht, wenn ich es gleich so ein bisschen erzähle. Fangen wir also an mit Punkt 1. Vertraut und doch neu. Die Final Fantasy Spiele haben sich ja immer dadurch abgezeichnet, dass jedes Spiel eine neue Story, eine neue Welt sogar aufmacht. Aber immer wieder ein paar wiederkehrende Elemente drin sind, dass man sich trotzdem ein bisschen zu Hause fühlt. Kann also ein Teil... Ich glaube, ich schaffe heute nicht mehr Demon's Souls. Das wird mir zu spät. Ich habe morgen Frühschicht. Das heißt, wir müssen auch gleich schon beenden. Dann schaffe ich keinen Demon's Souls mehr. Vielleicht am Samstag. Wenn der John nicht wieder eine Tierlist macht... in so einem mittelalterlichen Setting stattfinden, kann der nächste Teil schon in einem Cyberpunk-esken und unserer Welt eher angenäherten Setting stattfinden. Und trotzdem finden wir darin so Sachen wie zum Beispiel die Chocobos oder Mokris oder eben einen Charakter, der den Namen Cid trägt. Oder wie ich eben meinte bei Final Fantasy 16, mit der Musik so im Hintergrund, ne? Also da läuft Musik und ich denke mir, ist das Teil 8? Irgendwie braucht man ja doch natürlich als Reihe so ein paar Wiedererkennungsmerkmale. Und auch... Gonzo wird noch Fulltime-Reactor, ja. Ich muss mehr Shoyoka. Ich brauche einfach... Sie darf niemals, niemals darf sie mit Kuchen reden. Das muss ewig so weitergehen. Das hilft meinem Kanal. Nur dann kann ich Reactor werden. Ich habe Demon's Souls schon so oft gespielt. Außerdem, ich habe jetzt die letzte Zeit so viele Videos noch angesammelt. Ich klicke immer auf Speichern, 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 damit ich die mal besprechen kann. Aber dann habe ich doch wieder nur 5 Stunden Shoyoka. Wenn das vielleicht manche vielleicht ein bisschen blöd finden, ich persönlich mag das tatsächlich in den einzelnen Teilen dann immer wieder auf diese Elemente zu stoßen und sagen, du willst Teil 6 nachholen, habe ich gemacht und ich war enttäuscht. Aber das war lange nachdem die Super Nintendo-Zeit war. Und ich habe dem Teil vielleicht auch keine Chance gegeben. Und auch nicht immer das bekommen, was ich wollte. Vertrau da John. Also John kann dir wahrscheinlich besser aufschlüsseln, wie das Spiel funktioniert. Ich dachte mir, man kann später eine Beschwörung nicht bekommen. Oder man muss sich entscheiden. Entweder bekommst du das oder das. Und allein das mag ich schon nicht so. Das gefällt mir schon nicht. Irgendwas bekommst du nicht, weil du dich entscheiden musst zwischen 2 Dingen. Ich mag keine Entscheidungen in Videospielen. Ich will alles haben. Wie in Persona. Ich will nicht entweder Theater spielen oder Fußball spielen. Ich will beides machen. Chrono Trigger ist natürlich super, weil der Art-Designer Akira Toriyama ist natürlich. Da war ich aber, habe ich schon mal erzählt,
da fehlte mir einfach die Zukunftsstadt. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Der ganze Zeit dachte ich mir auch, bitte zeig mir doch diese Hightech-Utopia-Zukunft, die zerstört wird von Lavos. Aber zeig mir doch, wie sie davor war. Die sieht bestimmt voll geil aus und nix da. Es gibt nur die Postapokalypse. War ich ein bisschen enttäuscht von. Das kam aber auch zu spät einfach. Die könnten es gerne mal rausbringen jetzt. So, für die Switch. So ein Octopath-Traveler-Modus so. Das wäre schön. Ah, da drüben. Ah, das ist jetzt, in diesem Teil ist das unser Cid. Zum Beispiel bei Final Fantasy XV. Das magische Königreich. Also, ich muss sagen, von der Story her, gehen wir wieder auf Full. Gehen wir Full? Hier. Von der Story her ist Chrono Trigger. Da werden meine Worte nicht gerecht, wenn ich jetzt sage, ich war enttäuscht davon. In Wirklichkeit waren da richtig geile Sachen versteckt. Die Story ist ein Zeitreisespiel. Und nicht nur, dass man Sidequests hat, die mit Zeitreise funktionieren, sondern die Hauptquest natürlich. Charaktere, die ihr mal getroffen habt, findet ihr später wieder in einem jüngeren Stadium so und findet raus, was mit denen passiert ist. Und dann so eins und eins zusammenzuzählen, die Figur ist also das. Und das ist da passiert mit Masamune und den drei Heiligen, Kaspar, Melchior und Balthasar. Ich glaube, einer heißt so, oder? Heißt einer Balthasar oder so? Ich weiß es nicht mehr. Die drei Zeitreisenden. Und der Typ, der im Nexus der Zeit immer steht. Und wer der Herr wer ist und wer was mit wo zu tun hat. Ja. Das ist schon alles krass vernetzt und die Story ist verdammt gut. Ich war einfach nur zu der Zeit so ein bisschen, ja, ich habe diese eine Stadt nicht gesehen, die ich gern gesehen hätte. Und ich bin eh so auf 3D-Spiele abgegangen, dachte mir so, oh nee, ein altes Super Nintendo-Spiel. Das hat es mir dann nicht mehr so gegeben. Aber wenn ihr euch Zeit nehmt, wenn ihr euch da reinarbeitet, dann ist die Story einfach super. Diese ganzen Twists und sowas, die sind mega geil. Die machen wirklich Spaß. Das kann schon mal untergehen, wenn ich sage, mir hat das nicht so gefallen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich war, was die Twists betrifft, war ich total drin. Die fand ich so geil, von der Story her. Und New Game Plus natürlich mit 12 unterschiedlichen Endings, ja. Da kannst du ja einfach, wenn du mega aufgelevelt bist, direkt den Anfang des Spiels verändern. Das geht natürlich auch. Und dann gehen Bonuswege auf direkt und alles Mögliche. Das stimmt schon. Das ist mega, in dem Aspekt mega geil. Kann sehr viel machen. Da habe ich mir einfach nicht die richtige Zeit dafür genommen, das so zu spielen. Dann war es ja mal cool, weil es dann mal geswappt wurde. Es gab schon einen Cid, aber es gab auch seine Enkelin, Sydney. Aber dann gibt's auch. Wie war das nochmal? Absolut unnötig, oder? Die habe ich auch, glaube ich, in Mäh gesetzt. Bei der Tierlist. Brauche ich absolut nicht. Absolut unnötig. Als Charakter. Präsentiert nur die Möpse. Fand ich irgendwie. Und natürlich für, ach, wie heißt er noch mal, der Blonde? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Für ihn ist sie natürlich ein Crush. Der steht ein bisschen auf sie. Aber hat mir nicht wirklich was gegeben. Da gibt's ja auch noch ihren Großvater, glaube ich, der euch das Auto aufmotzt und repariert. Nee, die Waffen. Der craftet die Waffen für euch. Da gehst du lieber bei Deadly Premonition dein Auto waschen. Auch so Sachen wie zum Beispiel die Luftschiffe, die eigentlich in jedem Final Fantasy so ein bisschen vorkommen. Das hat alles angefangen so ab dem zweiten Teil, dass so ein paar Sachen eingeführt wurden, die immer wiederkehren. Und im ersten Teil findet man noch gar nicht so viele Sachen. Aber dass es trotzdem so eine lange Tradition teilweise hat mit gewissen Elementen, die in jedem Final Fantasy zu finden sind oder in fast jedem Final Fantasy, das macht für mich diese Reihe so faszinierend. Denn man kann sich trotzdem immer wieder zu Hause fühlen, wenn man ein neues Final Fantasy anmacht und dann sieht, dass zum Beispiel die Heiltränke in den meisten Fällen Potions heißen oder dass die Zauber alle irgendwie gleich funktionieren. Das Ganze. Also das mit den Luftschiffen, denke ich jetzt an Teil 9. In Teil 9 hat man ja erstmal ein Luftschiff, wo man gesteuert wird, oder? Da fliegt man ja nur mit. Später bekommt man ein eigenes. Und das ist ja noch so ein traditionelles Holzschiff. Es geht um Final Fantasy, ja? Da bist du ja wieder. Hi Karma. Es geht gerade um Final Fantasy. Man hat zuerst dieses Holzschiff und später hat man dieses Raumschiff, ne? Also kein wirkliches Raumschiff, aber dieses riesige Auge im Himmel, die Invincible, oder nicht? Hi, Sapsi! Super, Sapsi auch wieder da. Und
bei Final Fantasy VII haben wir natürlich die Highwind, die dann zum Jet wird. Ne? Was hatten wir noch? In Teil 8, Ragnarök, oder? Hieß das Ragnarök? Geiles Luftschiff. Da war doch bestimmt hier in Final Fantasy X-2 das Luftschiff von inspiriert. Hatten wir seitdem noch welche? Ich finde, in Teil 12 waren alle Luftschiffe blöd. Ragnarok mit dem O. Hi, Max. Ach, hast dich hier reingeschlichen, Max. Moin, moin. Gut, Thema ist Final Fantasy, Max. Weiß Bescheid. Ich glaube, Teil 10, das Luftschiff hatte keinen Namen, oder? War aber auch eine interessante Szene, wie das aus dem Sand rauskommt. Leute, Final Fantasy 16. Ich bin ja nicht sehr weit. Ich kann euch also nicht spoilern, ja? Aber täusche ich mich? Oder sind das da, wie in Teil 10, Teile von Luftschiffen, die eventuell in der Erde stecken? Erhebt sich dann irgendwann ein Luftschiff und man fliegt rum? Das wäre mega geil, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die auf den Trichter gekommen sind. Aber wenn da irgendwo eine Ruine ist, die sich plötzlich als Raumschiff, als Flugschiff entwickelt und man kann da herumfliegen, total unnötig eigentlich, weil man die Karte sowieso so als Karte benutzt, wo man nur anklickt, wo man hin will. Wäre absolut sinnlos. Ich hätte aber trotzdem so ein Flugschiff eingeführt. Ich bin auch ganz am Anfang, John. Ich kann dir nicht spoilern. Ich bin ganz am Anfang. Ich weiß von nichts. Aber, ne? Da sind doch diese Ruinen. Von Anfang an siehst du, dass da Ruinen im Boden sind, die eine seltsame Form haben. Und du kannst im Kompendium nachlesen, dass das ein Material ist, was die gar nicht verarbeiten können. Das ist irgendein Zukunftsmaterial oder von irgendwoher. Die wissen nicht, was das ist. Ja, wenn sich das nachher als Raumschiff, als Flugschiff entpuppt, ich sag immer Raumschiff. Nee, FF10 hatte keinen Namen. Der Beini, ne, hat mir geschrieben, der ist gerade mit Dune Alaska fertig. Ach ja, das war gar nicht im Sand, das war im Meer, ne? Am Anfang von Final Fantasy X ist man doch runtergetaucht, ne? Ich meine, da haben die das schon gefunden, oder nicht? Und dann später gebaut in der Wüste. Wieder repariert. So war das doch. Da habe ich mich ganz vertan, das war ja gar nicht aus der Wüste. Aber wenn die in Teil 16 das ähnlich machen, auch wenn es absolut unnütz ist, wäre ich voll dafür. Erweckt also so ein paar Gedanken, als ob es auch wirklich alles so ein bisschen im gleichen Universum stattfindet. Oder zumindest in so einer gleichen. Oh, direkt der nächste Take. Final Fantasy 9, wo wir es gerade sehen. Da konnte ja auch der Steiner mit dem Vivi zusammen Combo-Attacken machen. Weil Steiner, der hat die ja alle gehasst. Diese ganze Räuberbande hat sie dann überhaupt nicht respektiert. Aber Vivi, dieser kleine Unscheinbare, ne, jedes Mal hat er, oh, sie, Schwarzmagier, ich habe den größten Respekt vor ihnen und hat dann mit ihm Combo-Attacken ausgemacht und so. Das, aber Charakterentwicklung bei Teil 9 war richtig gut. Gleichen Multiverse-esken Realität. Die Incredible aus Final Fantasy 9? Ich habe die eben Invincible genannt, oder? Hieß sie Incredible? Von Garland, das Luftschiff. Lunar Whale aus Teil 4, hast du ja letztens gespielt. Kenne ich noch nicht. Aber ich meine, man reist auf den Mond, ne? In der es eben so verschiedene Welten geben kann, wie das Mittelalter-Setting von Final Fantasy 9 und dann so ein eher realistisches Setting wie Final Fantasy 7. Aber alles ist verbunden durch dieselbe Magie, durch teilweise gleiche Lore-Fetzen und... Und ich liebe Final Fantasy 7. Ich mag das ja nicht so, dass in moderneren Final Fantasies, Invincible ist auch richtig, was denkst du, wie lange du noch streamst? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich ausmachen. Nach dem Video machen wir Ende. Wir machen das eine Video noch, danach ist Ende. Ich muss dann gleich schlafen gehen, leider. Was wollte ich noch mal sagen? Ich liebe diese Welt, Final Fantasy VII. In neueren Final Fantasy ist das so, dass die Leute in Kontakt mit einem Kristall stehen und der Kristall gibt ihnen Macht. Und dann kommt irgendwer mit einem Crystal Jammer und schaltet die Macht aus. Das gefällt mir nicht, diese Abhängigkeit von einer stationären Energiequelle. In Teil 7 haben die ja ihre Kristallorbs quasi in den Waffen dabei. Man kann die individuell einrichten. Das gefällt mir viel besser. Auch wenn eine Yuffie daherkommt und euch einfach die Materie klauen kann, gefällt mir das trotzdem besser. Ist dasselbe, ne?
Es ist dasselbe Prinzip. Yuffie ist der Crystal Jammer aus allen späteren Final Fantasies. Aber das Konzept gefällt mir so besser, als ihr seid mit einem Kristall verbunden und wenn dem irgendwas passiert, seid ihr alle schutzlos. Du spielst jetzt erstmal Teil 6. Da hat doch gerade eben jemand geschrieben, wer war das? War das der Robert, der Teil 6 nachholen wollte? Du denkst, du bist am Ende. Da war ich auch schon, ich hab's durchgespielt. Ich fand's aber nicht so gut. Auch wegen der einen Stelle, die ich dir nicht spoilere, die referenziert wird in Teil 15, wo man aus dem Kristall rauskommt mit Noctis und dann steht dann World of Ruin. Und natürlich so Elemente wie die Beschwörung, die immer mal wieder auftauchen, aber einen anderen Namen haben und anders in der Mythologie verankert sind. Es ist also immer irgendwie was Neues dabei, aber trotzdem auch vertraut, dass immer wieder bestimmte Gegnertypen da sind. Das verbindet diese Welten. Da muss ich wieder unterbrechen, denn Teil 12 hatte diese Bestias nicht. Teil 12 hatte das Zodiac-System. Habe ich auch gehasst. Ich hasse sehr schnell sehr viel. Ich war schon immer ein alter grantiger Mann, wenn es um Final Fantasy geht. Wie bitte? Ifrit ist jetzt ein Luftschiff und ich bekomme dafür Dingsbums? Und das ist sein Sternzeichen? Nein, das ist nicht mein Final Fantasy. Aha. Alle so miteinander und lässt aber trotzdem genug Freiraum, dass immer wieder eine neue Geschichte erzählt werden kann. Es wird sich also nicht so eingeschränkt, indem man immer wieder sagt, okay, es ist ein Sequel und wir müssen wieder was mit der Figur machen und ach, was machen wir denn jetzt? Sondern es wird sich schon von Anfang an einfach drauf geeinigt, ey, einfach neuer Teil ist eine neue Story. Natürlich gab es da auch schon Ausnahmen und es gab mittlerweile direkte Sequels zu bestimmten Teilen. Das ist aber doch eher die Ausnahme. Und da hatten wir auch vorhin drüber geredet, also ich vor allem in einem langen Monolog bei Zelda, Majora's Mask, in dem Zeitdruckvideo gerade eben. Weil es Entwickler gibt, die haben gesagt, wir machen jedes Spiel so, als wenn es unser letztes wäre, beziehungsweise als wenn es unser erstes wäre. Und jeder Teil der Story wird, also jeder Teil dieser Geschichte wird nochmal komplett neu erzählt. Neue Engine, neue Charaktere, neue Hintergrundstory. Und das war ja auch so, dass bei Square, die irgendwann Geldprobleme hatten, durch die Sache mit dem Film, Sakaguchi ist gegangen und dann mussten die fusionieren, dann hat irgendwer gesagt, wer hat euch eigentlich dieses Konzept ins Gehirn geschissen? Dass ihr sagt, wir machen jedes Mal alles von vorne neu. Das kostet unglaublich viel Geld und ihr bekommt jedes Mal nur das Geld für ein Spiel zurück. Es gibt ja keiner mehr Geld für ein Final Fantasy aus. Obwohl es gerechtfertigt wäre, weil es immer wieder von vorn entwickelt wird. Da wurde dann gesagt, jetzt bitte benutzt doch das, was ihr schon habt und macht daraus mehr Teile. Also Final Fantasy X, dann macht ihr jetzt Final Fantasy X 2 draus. Weil ihr habt die Figuren schon fertig, die Welt ist fertig, die Geschichte ist fertig. Hängt da noch was hinten dran? Verkaufen wir zum Vollpreis. In 12 waren es wieder Esper. Das Zodiac-Kampfsystem, das kam dann später bei uns raus. Aber die Bestia oder die Esper in Final Fantasy XII basieren auf den Sternzeichen, auf den Zodiac halt. Das sind die Zodiacs. Und ich meine, die letzte Beschwörung heißt auch Zodiac, oder nicht? Also die Version, die bei uns rauskam in HD, war noch mal überarbeitet mit einem anderen System, das stimmt. Aber die Esper basierten von Anfang an auf dem Zodiac-System, der Sternzeichen. Dann musst du dir mal durchgucken, die Beschreibung der Ungeheuer basiert auf den Sternzeichen. Fand ich aber blöd. Ich fand die Charaktere auch blöd. Also die Monster an sich. Aber die HD-Version hieß dann erst The Zodiac Age oder so. Das stimmt schon. Das wurde nochmal hinzugefügt. So, war ich mit meinem Rant gerade fertig? Was wäre, wenn es den Film nie gegeben hätte, ne? Ah ja, und die Fusion nie passiert wäre. Die Frage ist, hätte es sich gerechnet, generell mit Final Fantasy, dann hätte man Sakaguchi eventuell noch drin gehabt, dann wäre vielleicht Dragon Quest nicht hierher gekommen, oder? FF10, die Vorgeschichte wäre nice. Du meinst die mit Lady Unalaska vielleicht? Ey, da könnte man auch einen Spin-off draus machen, ne? Vor 1000 Jahren in Senekind. Sei live dabei. Und Len.
die Sache mit Lenny ist ja damals auch passiert. Das heißt, du könntest die Geschichte aus Teil 10.2 und aus 10 in die Vorgeschichte packen. Das ist ja krass. Das ist eine krasse Idee. Robert, du bist eingestellt bei Square Enix, aber sowas von. Aber wir hätten wahrscheinlich kein Dragon Quest hierher bekommen. Weil das haben sie ja hier veröffentlicht mit Teil 8, weil die so fusioniert sind, ne? Meine ich doch. Mit Auron und Brusca, natürlich, die auch noch. Aber das, ja. Ich dachte gerade an die von vor 1000 Jahren, aber natürlich, die mit Auron und Brusca und Jacked, wie der betrunken den Schuhpuff angreift, den Schnu. Den Schuhpuff. Wir haben ja nur die Spheroiden gesehen. Die Wahrheit kennen wir ja nicht. Ach Mann, wie er als Trunkenbold von seinem Sohn gehasst wird, auf dem Meer verschollen geht, in Spira landet und dann zum Medium wird. Und dann auch noch zu einem anständigen Kerl. Weil er sich zusammenreißt, weil er Freunde findet, weil er in den Kampf zieht, weil er sich am Ende opfert. Weil, oh, ey, ich bin jetzt schon gekauft. Ey, ich wär dabei. Die Geschichte von Jacked. Nicht schlecht. Wir machen mal weiter. Es wird auch nicht früher, es wird immer später. Natürlich auch sowas wie ne, Remakes, Remasters, so das zähle ich alles erstmal nicht rein. So die Hauptelemente, die Hauptstories sind ja doch in den großen Final Fantasies, in den Hauptteilen, immer neue Figuren, neue Welten. Ja, die Sache mit Auron ist ja zur selben Zeit passiert. Also auch eine schlimme Geschichte dann. Gute Freunde sind das geworden, ne? Mit vertrauten Elementen. Wie seine Meinung? Moment. Ja? Inszenierung. Der nächste Punkt ist die epische Inszenierung. Die Final Fantasy Spiele hatten es ja immer schon gut drauf, ihre Stories sehr episch zu inszenieren. Und ich kann das am besten mit meinem ersten Final Fantasy erzählen, Final Fantasy 8. Wir haben dieses Spiel einfach mal irgendwann an so einem Samstag. Genau, John, wir kennen Jacked ja auch nur aus den Erzählungen und dem Hass, den Tidus mitbringt. Also wir sehen Jacked ja sehr aus der Sicht von Tidus und Tidus hat keine neutrale Meinung. Tidus ist schon sehr angefressen zu der Zeit. Also er hat nicht die gesamte Aufmerksamkeit bekommen von seinem Vater, der auch einfach ein arroganter Typ war vielleicht, der selbstverliebt war. Vielleicht hat er sich auch verdient gehabt. Aber die Mutter war auch sehr fixiert auf den Vater und weniger auf den Sohn. Oder der Sohn ist einfach ein bisschen neidisch, dass er nicht genug Beachtung bekommen hat. Und dann stirbt die Mutter auch noch, weil sie so es nicht ertragen kann, dass ihr Mann verstorben ist und verschwunden ist. Was absolut verständlich ist. Die Frau hat ihren Mann verloren und ist daran erkrankt. Tidus sieht nur, meine Mutter hat mir nicht genug Aufmerksamkeit gegeben. Das ist aus der Sicht, ne, wir sehen das nur aus Tidus Sicht und sehen das zuerst mal gerechtfertigt. Aber neutral betrachtet ist Tidus in dem Fall auch ein kleines Arschloch. Also ein kleiner Egoist, der seinem Vater einfach für sehr viel auch die Schuld gibt. Und der hat keine Ahnung, wie sein Vater sich weiterentwickelt hat. Und steht am Ende auch vor seinem Vater. Und das nochmal so aufzubauen, um zu sehen, wie sein Vater sich freut, seinen Sohn später wiederzusehen. Auch wenn sein Sohn ihn hasst. Wobei er aber auch weiß, er hat von seinem Sohn nichts zu erwarten. Man liebt seine Kinder, ganz egal, was zurückkommt. Und auch wenn sein Sohn ihn hasst, freut er sich einfach, dass sein Sohn gekommen ist, um dem Leid ein Ende zu bereiten. Also hat sich ja richtig gefreut, seinen Sohn zu sehen. Er zeigt es nicht richtig, aber oh, so. Ja. Das würde ich gern sehen. Ah, da würden auch die Tränen fließen. Ja, Auron ist ja nochmal zurückgegangen, das stimmt auch. Könnte man ja alles. Das könnte man ja alles bis zu dem Moment, wo Tidus vor Jacked steht. All das könnte man noch mal ins Spiel packen. Die gesamte Sicht von Jacked. Mit einem Fiebertraum, wie die Reise als Sinn verläuft. Bis zum Ende, wo Tidus vor ihm steht und ihm seinen wilden Hass entgegenbringt. Und er sich einfach nur freut, seinen Sohn zu sehen und voller Stolz ist, dass sein Sohn es dahin geschafft hat. Während sein Sohn ihn einfach nur hasst. Und er sagt ihm, dann hasse mich, aber tu es aufrichtig. So, oh. Tränen gibt das, Tränen. Es ist ja nun mal so, dass Kinder die Welt aus Kinderaugen sehen.
Tidus versteht nicht, wie es für Erwachsene ist. Tidus hat keine Ehefrau. Wenn seine Ehefrau versterben würde, wäre er auch am Ende. Das sieht er nun mal nicht aus der Perspektive. Aber Möglichkeiten, ne, gibt es. Das sind gute Welten. Jetzt wollen wir ein bisschen Tommy. Nur mit den Originalstimmen nochmal. Ja, die Originalstimmen nochmal finden. Heutzutage würden sie es auf Deutsch machen, nehme ich mal an. Jetzt hören wir mal ein bisschen Tommy zu. Ich glaube nicht, dass das bisschen Tommy so gute Takes raushauen wird, wie wir gerade hier. In so einem Buchladen für den PC entdeckt und es war so, okay, was ist das? I don't know, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Vor allem, weil meine Ansicht damals immer noch war, Fantasy muss doch eigentlich immer sowas mit Mittelalter sein, ne? Und das sah alles mehr so nach Zukunft aus. Ich war mir nicht so ganz sicher. Und dann gucken wir so dieses Intro von Final Fantasy VIII und die Inszenierung mit diesen vorgerenderten Cutscenes, die damals wirklich das absolute Nonplusultra waren. Das mega gutes Intro, ne? Liberty Fatalis heißt das, glaube ich, ne? Das Intro. Es war so faszinierend. Es hat für mich komplett neue Welten in meinem Gehirn aufgemacht. Erstmal, dass so ein Fantasy-Spiel auch in so einem Setting wie in unserer Zeit stattfinden kann. So, da gibt's Autos und Straßenlaternen und so. Ich so, hä, Moment, was ist das? Es war alles so neu. Liberi Fatali, danke. Und wie dieses Intro inszeniert war, wie krass das wie ein Kinofilm aussah, aber mit so neuen Elementen, sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und überhaupt, dass ich dann gemerkt habe, dass diese PlayStation 1 Final Fantasies alle dieses Kernelement von diesen vorgerenderten Cutscenes hatten, die auf einmal aussahen wie fantastische Fantasy-Kinofilme, da war ich so komplett fasziniert davon. Und das ist ja aber noch nicht mal nur darauf beschränkt. Das kann man heute keinem mehr erzählen. Man hat die Spiele gespielt, um die Sequenzen zu erleben. Du wusstest, da sind High-End-Videosequenzen drin. Die gibt es in keinem Spiel, weil die nicht spielbar sind. Das sind Videos. Aber du spielst das Spiel, um diese Sequenzen zu sehen. Und dann irgendwann kam man auf die Idee, die Leute langweilen sich bei Zwischensequenzen, geben wir denen mal Quicktime-Events. Also nicht bei Final Fantasy kam die erst sehr spät auf diesen Zug. Ich glaube, Teil 13 war das da mit den Quicktime-Events, ne? Oder 13.2. Bis dahin waren aber damals Sequenzen noch die Belohnung, auch bei Metal Gear Solid. So haben Spieler damals diese Zwischensequenzen verstanden. Heutzutage nicht vorstellbar, weil die Ingame-Grafik bereits aussieht wie die Render-Sequenzen, die es heutzutage gibt. Oder besser als die Render-Sequenzen damals auf jeden Fall. In Cutscenes an sich haben die Final Fantasy-Spiele ja auch immer schon bewiesen, dass sie das sehr, sehr gut können. Ich meine, da muss man nur so Sachen wie die Opernszene aus Final Fantasy VI rausholen, was damals schon in der Super Nintendo-Optik einfach absolut fasziniert hat. Oder die Pixel-Grafik vom Original Final Fantasy VII hat auch niemanden davon abgehalten. Die Polygon-Grafik. Das komplett episch zu finden, wenn man aus dem Shinra-Gebäude abhaut und das erste Mal mit... Oder pixelige Polygon-Grafik. Clouds Motorrad unterwegs ist. Wenn man sich das jetzt anguckt, sieht das alles ein bisschen lächerlich aus. Für dich ist das heute noch die Belohnung. Das kannst du aber keinem jungen Menschen mehr erzählen. Du spielst das Spiel, um zuzugucken, wie es dir eine Geschichte erzählt, ab einem bestimmten Punkt. Ja, was ist die Belohnung? Ja, das ist die Belohnung. Das kriege ich am Ende dafür. Du hast das Video gesehen. Ja, aber ich spiele das Spiel doch, um es zu spielen. Nicht, um einen Film zu gucken. Ja. So Leute gibt es nun mal. Aber die Inszenierung ist immer etwas, was die Final Fantasy Spiele schon immer absolut genial gemacht haben. Sie wussten, wie sie ihre Charaktere einfach einsetzen müssen, wie man Musik einsetzt, wie man das alles miteinander kombiniert und wie man richtig coole Sequenzen... Warum schlagen Tidus Schuhe Funken? Das ist mir vorher nie aufgefallen. Da hat er die geilsten gelben Schuhe, aber warum schlagen seine Schuhe Funken? Warum schlagen Gummisohlen Funk? Aber er macht auch so eine geile Drehung, ne? Kenne ich natürlich auswendig. Macht, die einen hypen, die einen motivieren, wo man dann Bock hat, gegen den anstehenden Bosskampf zu kämpfen. Oder wie man vielleicht... Alessa ist so. Wie lange geht die Sequenz? 5 Minuten? Okay, ich gehe aufs Klo. Das ist wichtig. Nein, Kind. Du musst zugucken. Da wird später ein Test drüber geschrieben. Zwei Charaktere zusammenbringt, die Gefühle füreinander entwickelt haben oder die gerade einen ganz essentiellen Charaktermoment für sich empfinden. Da sind so starke Momente dabei, die noch nicht mal immer was mit Action zu tun haben müssen, sondern einfach nur mit Emotionen. Und wenn die Emotion nur ist, boah, ist das gerade cool. Final Fantasy hat es schon immer geschafft, selbst mit der kleinsten Pixeloptik irgendwas
nice und episch zu inszenieren. Und das wurde einfach mit den Jahren immer nur besser. Insbesondere die PlayStation 1 Final Fantasies haben das hier halt ganz krass unter Beweis gestellt, weil hier halt wirklich so epische Szenen drin sind, die bis heute immer noch in Trailern eingesetzt wurden. Und ich setze die auch gerne ein, weil sie einfach immer noch so, so gut sind und die Fantasie anregen und diese Welten so aufgemacht haben. Und ich bin einfach komplett hin und weg, wie stark das alles immer noch funktioniert. Square Enix war ja dann wirklich eine Zeit lang stark bekannt für seine richtig krass inszenierten Cutscenes. Das hat sich dann auch in andere Reihen übertragen, wie zum Beispiel Kingdom Hearts. Und da hat man schon gemerkt, das ist so die Spezialität. Der fängt doch jetzt nicht mit Kingdom Hearts an, oder? Cutscenes in Kingdom Hearts. Die sind wild. Ich habe von Teil 3 gehört. Ich kenne die gesamte Geschichte von Teil 3, hab's noch nicht gespielt. Aber die Zusammenfassung von Bacon Sack. Von denen. Und selbst bei so Spielen, die nicht mega gut bei den Leuten ankamen, wie jetzt vielleicht der Nachfolger von Final Fantasy X, weiß ich noch, dass gerade in den Testberichten am Anfang so diese Eröffnungsszene erwähnt wurde und die haben dann alle gesagt, ja, Square Enix weiß halt aber trotzdem immer noch, wie man es macht. Und die Inszenierung ist, glaube ich, ein ganz großer Teil davon, warum wir Final Fantasy so gut finden. Denn man kann noch so eine coole Geschichte schreiben, die coole Charaktere hat, aber wenn die alle sehr langweilig inszeniert sind, dann bleibt einem das nicht so hängen. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wenn ich so andere RPGs spiele, die vielleicht nicht so ein großes Budget. Kingdom Hearts 3, so eine Katastrophe. Also von der Story-Zusammenfassung von Bacon Zack finde ich das genial. Also nach dem, was ich kenne. Der Schlüsselkampf, der Schlüsselkrieg, der Weltuntergang, eine Zeitreise zurück, ein Paralleluniversum, alles verständliche Sachen. Alles Final Fantasy VII Remake quasi. G-Ham oder so, denen fehlt manchmal diese Magie einfach. Dieses kleine bisschen mehr Extra-Inszenierung, dieses kleine bisschen mehr Arbeit im Schnitt oder sei es die Musik. Ich kann das manchmal nicht mal richtig festlegen, aber irgendwas machen die Final Fantasy-Spiele in ihrer Inszenierung immer gefühlt ein kleines bisschen besser als... Ist das Teil 6? Ich erinnere mich gar nicht. Manch andere Spielereien. Ist das jetzt alles immer perfekt? Nee, da sind auch manchmal Szenen dabei, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, die vielleicht besser sein könnten, aber sei es jetzt auch mal nur sowas, wie vielleicht ein Minispiel inszeniert ist oder wie so eine Nebenfigur inszeniert ist, das hat Final Fantasy einfach immer schon rausgehabt und macht für mich fast keine Spielereihe besser. Und natürlich spricht das jetzt in den nächsten Punkt mit rein, nämlich... Aber das Pacing im Spiel... Und der komplexe Kram kommt in den letzten 3 Spielstunden. Ah, ja, okay. Das belanglose Disney-Gehoppe habe ich auch gehört. Ich meine, wir haben ja auch schon Girlfriend-Reviews hier geschaut über Kingdom Hearts 3, nur weil ich den Song so geil fand, wie die Girlfriend Randy Newman nachmacht. You got a friend in me. This isn't like Disney. Oh, Final Fantasy. Aber die hatten scheinbar keinerlei Gewalt mehr über die Disney-Welten und durften einfach nur die Geschichten der Disney-Welten abspielen, anstatt eigene Geschichten in denen zu erzählen. So wirkt es zumindest. Das war, als man in Teil 6 zum Imperium geflogen ist, wusste ich gar nicht mehr. Genau, Teil 1, das war noch richtig schön vermischt mit Disney-Geschichten und wo man eigene Geschichten in den Disney-Geschichten auch erlebt hat, das stimmt. Da ist ja ein bisschen was anderes passiert. Aber ich meine, die waren inzwischen so pingelig mit ihren Franchises, dass man da wirklich, dass er nichts mehr verändern durfte, der Tetsuya Nomura. Hat ihn wohl sehr gestört. Die absolut fantastische Musik. Zum größten Teil ist da natürlich dieser Mann hier verantwortlich, Nobuo Uematsu. Der... Oh Gott. Nobuo Uematsu. Ich habe es wahrscheinlich ähnlich falsch ausgesprochen wie er, aber ich finde, er hat es zu kurz ausgesprochen. Er für die ersten, ja, 9 bis 10 Final Fantasy Spiele mitverantwortlich war für die Musik. Und da sind so viele ikonische Themes, Songs und Orchestrierungen rausgekommen. Ich weiß gar nicht, also wo soll man denn da anfangen? Natürlich, ganz klar, die Fanfare. Soundboard. Die hat man einfach, ne? Man hat die einfach so. Kein Spiel finde ich jemals besser gemacht. So diese Siegesmusik, wenn man einen Kampf gewonnen hat, die Final Fantasy Fanfare einfach komplett ungeschlagen. Bosskampfmusik ist was, wo Final Fantasy ganz groß drin ist. Nicht nur kleinere Bosskämpfe, sondern auch epische Final Bosskampfmusik, wie zum Beispiel One Winged Angel. In Teil 14 war er auch beim Soundtrack dabei.
Das geht aber natürlich schon zurück zu Elementen, die auch Sephiroth in den NES- und Super Nintendo-Spielen gemacht wurden. Final Fantasy XV hat mir da auch ganz gut gefallen, weil man da im Auto die... Den hatte ich noch gar nicht, den Offroad. Kriegt man erst jetzt mit einem neuen Patch oder so, ne? Alten Soundtracks von den alten Final Fantasy-Teilen hören konnte. Später sind natürlich auch noch andere Komponisten dazugekommen, die mag ich auch sehr, aber so die richtig ikonischen Dinger sind natürlich doch bei mir sehr stark von Nobuo Uematsu. Und da kann ich auch nur die Story erzählen, wie wir einmal auf einem Final Fantasy-Konzert waren, wo er an dem Tag auch da war. Und die Songs, die da gespielt wurden, es war einfach ein absoluter Traum. Man hat irgendwie gesehen, wie stark ihn das auch freut und wie gern er da war. Und ich kann euch nur empfehlen, auch unbedingt mal auf so ein Videospielkonzert zu gehen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und so ein paar ikonische Themes aus euren Under the Rotting Pizza. Ach, da gibt's so viel Gutes, ne? Ich kenne jetzt nicht alle vom Namen her, aber da gab's diese beiden Songs, die ähnlich klangen. Those Who Fight and Those Who Fight Further. Ich glaube, das war auch so eine Bosskampfmusik, ne? Aber da gibt's so viel gute Musik drin. So viel Gutes. Dein Liebstes bleibt to Zanarkand. Meinst du, dass das Intro von Teil 10 mit diesem, was, wie nennt man diese Musikrichtung eigentlich? Mit dieser Rockmusik? Ich weiß nicht, zählt das noch als Rock oder hat das irgendeine Alternative-Bezeichnung oder so? Ich habe mir natürlich auch den Text dazu rausgesucht im Internet, um das mitsingen zu können. Go into the sand and the dust and the sky. Go now, there's no left to do. Then, yeah, there's no left to do. Irgendwas or to die. Das ruhige Pianostück, John. Zu einem Gläschen Wein und dann das ruhige Pianostück. Ganz am Anfang, okay, ja. Ich mag den rockigen Teil. Lieblingsgames zu hören, es ist absolut sensationell. Und dass da auch ab einem gewissen Punkt auch wirkliche Pops. There's no better plan than to do or to die. So war das. Feed me, pray to the faith, in the faith of the light. Free me, fill me with sin, and get ready to fight. Ich meine, der Song spoilert vielleicht ein bisschen was. Das heißt Otherworld, genau. Songs teilweise geschrieben wurden. Das sind jetzt vielleicht nicht die Favorites von allen Leuten. Ich persönlich mochte das aber irgendwann. Eyes on Me, Melodies of Life, so Tiki Dani aus Final Fantasy X. Leute, die Musik von Final Fantasy ist absolut ikonisch. Die höre ich manchmal einfach noch so, wenn ich unterwegs bin. Und das ist für mich so ein Zeichen von einem richtig guten Soundtrack, wenn man die Tracks auch einfach mal so nebenher irgendwie hören kann. Habe ich auch auf dem Handy. Die MP3s. Bin natürlich jetzt mal sehr gespannt auf die Musik in Final Fantasy 16, die jetzt ja nett von ihm geschrieben ist, weil mittlerweile ist er natürlich an anderen Projekten dran und es sind andere coole Musikschreiber gekommen, aber es gibt so viele Sachen, die da immer ganz stark in meinem Herzen bleiben werden. Die Musik vom Final Fantasy 7 Remake, die PS1 Originalklassiker neu zusammengebastelt hat, was Airbuster für mich als Gym Motivation Song schon alles getan hat. Es ist nett zu vergleichen. Absolut fantastisch. Ich liebe, liebe, liebe die Musik. One Punch Man Musik ist auch gut zum Trainieren. Nummer 4 sind hier natürlich ganz klar die Charaktere, beziehungsweise noch ein bisschen genauer gesagt die Gruppendynamik. Weil in RPGs ist es ja in den meisten Fällen so, ist es nicht in allen Spielen so, aber in den allermeisten Fällen muss sich eine Gruppe ja bilden und die sind meistens so ein Querschnitt aus Leuten, die in dieser Welt leben, in manchen Spielen auch wirklich unterschiedlichen Kulturen angehören und sich deswegen dann auch Konflikte hervorrufen und die aber auch emotionale Charaktermomente hervorrufen. Und das können die Final Fantasy Charaktere eben so fantastisch gut. Ich glaube, wenn ich von Teil 4 jetzt noch mal, also Persona 4, die Musik hören würde, hätte ich sofort auch Gänsehaut. Ich habe auch gerade einen Song direkt im Kopf. Ich kann ihn nicht wiederholen, aber ich habe sofort einen im Kopf. Nicht nur, dass sie auch optisch irgendwie so krass designt sind, was ja auch ein Zeichen von gut designten Charakteren ist, wenn man ihre Silhouette einfach nur einblendet und sie dann immer noch erkennbar sind.
An den Haaren allein schon. Finde ich, ist gerade bei Final Fantasy Charakteren sehr oft der Fall. Vor allem gerade so auch alles, was so in der PS1-Ära stattgefunden hat. Ne? Sehr, sehr coole Charakterdesigns. Erstmal einfach nur so von der Optik her und wie sie geschrieben sind. Da braucht man ja nur so Sachen zu erwähnen wie Cloud Strife, Squall, Leonhard, Zidane, Tribal als die Hauptfiguren aus der PS1-Ära. Aber auch später natürlich so Charaktere wie Yuna oder Auron, Balthier aus Final Fantasy 12. Ich persönlich natürlich die ganze Gruppe aus Final Fantasy 15, aber da mögen viele irgendwie anderer Meinung sein, macht nichts. I love it. Die Charaktere in den Final Fantasy Spielen sind absolut genial und bleiben sehr stark in Erinnerung. Was hier ganz viele Beispiele bei mir mal sind, sind aus Final Fantasy 9. Gerade so ein Charakter wie Vivi, da sind Momente in diesem Spiel mit diesen Figuren geschrieben, die dann auch Charakterentwicklungen an den Tag legen, wie sie mit anderen Figuren interagieren. Zum Beispiel mit Ritter Steiner, was er am Anfang für ein Charakter ist und was er am Ende von der Story für ein Charakter ist. Da sind so starke Entwicklungen dabei und man macht das ja alles dann mit denen mit in so einem 20 bis 30 Stunden langen Abenteuer. Sowas liebe ich ja komplett. Das heißt, die habe ich auch eben erst erwähnt, genau dieses Beispiel. Wobei Vivi noch so eine eigene Geschichte hat und mit dem Sterben klarkommen muss. Das Pinkelritual mit Vivi und Zidane, habe ich da irgendwas verpasst? Deinen liebsten Charakter aus Teil 9 kann man nicht mehr spielen, wen denn? Aber halt Vivi muss sich damit auseinandersetzen, dass er eine künstliche Lebensform ist, die ein Ablaufdatum hat. Kuya! Sollte Kuya nicht ursprünglich als Frau dargestellt werden? Ich habe letztens was gehört von irgendwem. Vielleicht war das auch Gluon, der gesagt hat, Kuya sollte eine Frau sein. Ich weiß es aber nicht mehr. Ursprünglich als Frau geplant. Das gibt es ja schon mal, dass die Charaktere dann doch ein anderes Geschlecht bekommen. Charaktere sind nie die gleichen Figuren am Ende vom Spiel, wie sie es am Anfang sind. Im besten Falle sind die Charaktere am Ende nicht mehr dieselben wie am Anfang. Das nennt sich Charakterentwicklung und ist in jeder Geschichte sehr gut. Außer Vaan und Penelo. Die beiden nutzlosesten Charaktere in Teil 12, glaube ich. Sie machen wirklich eine ganz tolle Reise durch. Oder Quena auf dem Luftschiff. Ich weiß, Quena frisst Frösche, aber das ist ein Minigame. Welches Teil 9 hast du gespielt, John? Das klingt alles seltsam. Pinkelritual. Und weil wir eben mit ihnen wachsen, nicht nur als Charaktere in den Cutscenes. Hast du Teil 9 die Zodiac Edition gespielt? Sondern natürlich auch dann so im Kampfsystem. Wir werden besser im Spiel, wir werden besser mit den Charakteren, wir können sie besser verstehen. Das hat Final Fantasy schon immer gut gemacht. Absolute Lieblingscharaktere sind, wie gesagt, Vivi. Ich liebe Squall, war schon eine lange Zeit damals so in meiner Schulzeit irgendwie so ein Charakter, mit dem ich mich so ein bisschen identifizieren konnte. Überhaupt so die ganze Final Fantasy 8 Gruppe. Natürlich mag ich einfach Cloud Strife, ich mag Aerith, ich mag Barrett, Red 13. So seit dem Remake bin ich da eh nochmal komplett auf diesem Hype. Die Hintergrundgeschichte von Barrett, ne? Die Sache mit seinem Heimatdorf und dass er dafür verantwortlich ist oder sich verantwortlich sieht und sich um Marlene kümmert und Ökoterrorist geworden ist wegen der ganzen Sache. So gewisse Momente kennst du noch. Bobby Tanya, wir sind schon durch mit den Space Fox und du warst nicht dabei. Somit aufgesprungen. Ich kann auch die ganze Gruppe von Final Fantasy X komplett abfeiern. Und das ist was Final Fantasy. Da habe ich mit dem Beini ja letztens drüber geschrieben, weil der ja auch gerade Teil 10 nachholt. Und die Sache mit Walker, der so wahnsinnig konservativ, christlich, gläubig ist und die einige Sachen vor ihm verheimlichen müssen, weil er mit den Sachen nicht klarkommt. So, das sind Charaktere, die sind nicht perfekt. Die haben Ecken und Kanten. Mit dem muss man klarkommen auf der Reise. Kimari, der ursprünglich so groß und stark wirkt, so beeindruckend, aber in Wirklichkeit innerhalb seiner Rasse eher als Schwächling wahrgenommen wird und als Loser, der sein Horn verloren hat. Broke his horn. Und der ist aber so imposant, so im Vergleich zum Rest der Truppe. Du hast einen Horrorschirm gefaut. Horrorfilm geschaut. Jetzt muss ich dich beruhigen, in den Schlaf beruhigen. Ein bisschen gucken wir noch gerade ein Video über Final Fantasy, über wie schön Final Fantasy ist. Dann wirst du gleich einschlafen können. Also nur die Charaktere. Yuna, dieses bescheidene, brave, ruhige Mädchen, was sich aufmacht, die Bestie anzuflehen, um mehr Macht. Und sie wirkt immer so reserviert.
Fantasy auch sehr gut immer hinbekommt, diese Gruppendynamik so schön einzubinden, dass da manchmal Charaktere auch untereinander ein paar kleine coole Momente haben. Dann gibt es so Spiele wie Final Fantasy VI, wo es ganz viele Möglichkeiten gibt, natürlich so eine 13-köpfige Gruppe zum Beispiel zusammenzubasteln, wo dann nicht so viel Interaktion miteinander eher auf den so ein paar Hauptcharakteren stattfindet, nicht so sehr mit der ganzen Gruppe. Aber das ist auch trotzdem irgendwie cool, dass man wirklich so wie schon so eine kleine Armee mit diesen Charakteren aufbauen kann. Und das sind alles Sachen, die mich wirklich ganz stark faszinieren. Und so wie die Dynamiken dargestellt werden in den Cutscenes, wie die miteinander reden, wie das teilweise in den PS1-Spielen ja ohne Vertonung auch stattgefunden hat. Einfach nur, wie sich die Textboxen bewegen. Das wurde alles so genial gemacht mit so kleinen Mimiken und Gestiken, die diese kleinen Pixelfiguren damals machen mussten. Selbst so die Pixelfiguren aus dem Final Fantasy VII Original haben so viel Charakter teilweise dargestellt. Es ist sensationell. I love it. Ja, Beatrix ist auch ein gutes Beispiel. Die Sache ist aber, Beatrix ist ja nicht mitgekommen auf die Reise, sonst hätte sie sich wahrscheinlich wesentlich schneller entwickelt als Steiner. Ich glaube, sie wäre ein besserer Gefährte gewesen eigentlich als Steiner, weil Steiner wirklich sehr stur und sehr konservativ war. Und er sich der neuen Situation nur sehr schlecht anpassen konnte. Da wäre Beatrix wahrscheinlich die bessere Gefährtin gewesen. Aber sie hat sich dann sogar... Sie hätte die Seiten wechseln können, ohne dass sie mit auf der Reise war. Und der letzte Punkt, warum wir meiner Meinung nach Final Fantasy so lieben, sind die Geheimnisse und die Lore. Die Final Fantasy-Spieler haben ja meistens eine sehr große offene Welt. Der Ritter von Klapperhausen mit seinen Schweißgurken. Oh. Der hat doch dann irgendwie, ich glaube, die Prinzessin ist doch, glaube ich, im Sack versteckt, ne? Und da meinten die Soldaten, was haben sie da im Sack? Das ist nur meine extra Ration Schweißgurken. Oh, gehen Sie rein, bitte. Gehen Sie rein. Schweißgurken. Oh. Welt, wo ganz viel drin zu tun ist. Mit offener Welt meine ich jetzt nicht so zwingend sowas, wie wir mittlerweile unter Open Worlds verstehen, sondern eher, dass man ab einem gewissen Punkt in den meisten Final Fantasy Spielen ja wirklich so die ganze Map offen hatte, entweder mit einem Flugschiff oder mit einem Boot oder mit einer Kombination aus beidem. Und man konnte immer noch so ein bisschen auf der Map unterwegs sein und diverse Dinge noch entdecken. Es gab in den meisten Spielen geheime Bosse zu finden, es gab ein paar coole Sidequests, manchmal gab es da richtig krasse Belohnungen für, wie irgendwelche coolen Waffen, Schwerter, Rüstung und manchmal wie in... Wusste ich gar nicht mehr, dass er das sagt. Meinem geliebten Final Fantasy 8 gab es tatsächlich nur irgendwelche komischen Items und da habe ich mich manchmal schon gefragt, was sollte das denn jetzt? Aber trotzdem mag ich es, dass es diese Geheimnisse da drin gibt, auch wenn man zum Beispiel dann sich ein bisschen tiefer in die Lore von den einzelnen Spielen... Ich habe jetzt gehört, dass die deutsche Lokalisierung von Final Fantasy 9 sich da Freiheiten genommen hat, was die Akzente der Charaktere betrifft. Die haben ja verschiedene Dialekte, die sie benutzen. Und das scheint in keiner anderen Version so zu sein. Das heißt, wenn wir irgendwann ein Remake davon bekommen, dann werden die leider alle ganz normal reden. Wenn sich da keiner dran setzt, der Bescheid weiß, wenn irgendwo nicht ein Fan in der Tonregie sitzt und sagt, nein, wir brauchen ganz dringend einen Bayer, der Sinner spricht, unbedingt, Kruzifix, Sackelzement, aber unbedingt reingrabt und vielleicht so Nebenfiguren entdeckt, die gar nicht in der Hauptstory so breit getreten werden, aber sie haben vielleicht so eine kleine Information. Da kann man da Videos im Internet nachgucken, wie Leute wirklich so eine Theorie aufstellen und so Sachen. Es gibt auch Dialekte in der japanischen Version. Es ist ja oft so, dass auch mal bei Dragon Quest 8 war ja auch ein Charakter, der hatte einen Cockney-Akzent. Also es gibt schon mal in verschiedenen Synchronstudios Dialekte, aber das, was in Teil 9 im Deutschen passiert ist, das ist ja intern entschieden worden wahrscheinlich. Also da wird nicht Square Enix aus Japan gesagt haben, habt ihr nicht ein paar deutsche Dialekte? So, also ich nehme an, dass es ein Schriftstück gibt irgendwo in Japan, wo steht, wenn ins Deutsche, dann bitte mit verschiedenen deutschen Dialekten. Sondern es ist eher so eine Sache, dass jedes Tonstudio sich denkt, so, vielleicht können wir da was machen. Und die Deutschen haben es halt so gemacht, die Japaner haben es so gemacht. Und wenn es zu einem Remake kommt und da wird sich keiner dann dran erinnern, in irgendeiner Tonregie oder wenn der Übersetzer das schreibt, dann wird das eventuell nicht dazu kommen. Eventuell. Sehr wahrscheinlich. Weil die haben ja keine Ahnung davon, was früher war. Machen wir, okay, ist die Person eigentlich vielleicht dann irgendwie verwandt mit der Person? Sowas ist immer in den Spielen eigentlich zu finden. Und was Final Fantasy da drin so gut macht, ist, dass es einem so diese Freiheit lässt. Hey, oh, da war gerade in Final Fantasy 8 die eine Stadt,
in der man Ragnarok hinten sieht, das Luftschiff. Und ich dachte mir dann, wieso nicht bei Teil 7 schon? Warum gibt es bei Teil 7 keine Stadt, bei der das Hintergrundartwork sich ändert, wenn man mit der Highwind hingeflogen ist? Hätte man doch machen können. Einfach nur ein zweites Hintergrundartwork mit einer Highwind einfügen, für den Fall, dass die da ist. Bei der Chocobo-Farm zum Beispiel. Da hat man ja hinten, das ist das Haus mit der Chocobo-Farm, da könnte man doch wunderbar hinten die Highwind abbilden, so als wenn die hinter der Farm stehen würde. Das wäre doch cool, dachte ich mir damals. Nachdem ich das gesehen habe mit der Ragnarok. Du kannst die Hauptstory durchspielen, aber bevor du zum Endboss gehst, guck dich vielleicht noch mal ein kleines bisschen um auf der Map. Vielleicht findest du noch irgendwas Cooles. Manchmal sind so Sachen auch richtig gruselig. Ich erinnere mich in Final Fantasy VIII zum Beispiel an die geheime Basis, die man einfach mitten irgendwo auf dem Meer finden konnte, wo es dann tatsächlich einen ganzen krassen Level drin gab, wo man mehrere verschiedene GFs finden konnte, wo ganz viele Geheimnisse noch drin waren. Boah, krass, da konnte man einfach nur so drüber stöbern. Das hat überhaupt nichts mit der Hauptstory zu tun gehabt. Oder in Final Fantasy... War auf dieser Basis nicht, waren da nicht sehr viele Random Encounter? Also quasi, du machst einen Schritt, Random Encounter, einen Schritt, Kampf, 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 Kampf. Und ganz am Ende war Ruby Dragon oder so, der rote Drache. Diese neuen, so dieses ganze Chocobo-Sidequest, muss man alles überhaupt nicht machen. Aber wenn man es macht, dann kommt man noch an ein paar coole Orte. Man entdeckt noch ein bisschen mehr und man hat einfach noch länger eine gute Zeit mit dem Spiel. Der Chocobo-Himmel. Aber die waren nicht random. Die, ja. Ach so, die waren gar nicht random. Das war fest. Deswegen bin ich die ganze Zeit angegriffen worden. Natürlich ist sowas mittlerweile dann auch ziemlich krass geworden, dass irgendwelche YouTube-Kanäle das so komplett auseinandernehmen. Man kann sich das auch alles einfach nur angucken und sich das mal cool präsentiert von jemandem erklären lassen. Aber natürlich ist so der Hype für mich immer, ich will selbst in der Welt rumrennen und über gewisse Sachen stolpern, mit bestimmten Charakteren reden und dann so meine eigenen Theorien aufstellen und dann mit den anderen vergleichen. Und gerade die Final Fantasy-Spiele haben das eigentlich immer schon sehr, sehr gut gemacht. Sie füllen die Welten mit Dingen, die man noch neben, abseits der Hauptstory entdecken kann. Und die sind meistens... Da war die Ultima Weapon. Oh. Für so ein paar coole kleine Theorien gut. Und das liebe ich einfach an den Spielen. Und das, liebe Freunde, sind meine 5 Gründe, warum ich glaube, dass wir Final Fantasy Spiel lieben. Es sind auf jeden Fall die Gründe, warum ich Final Fantasy Spiel liebe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was eure Gründe sind, warum ihr gerne Final Fantasy Spiele spielt. Ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns gerne mal in einem anderen Video. Macht's gut und bis bald. Ciao. Da konnte man die GF eben ziehen. Sidro, jetzt kommst du gerade, wo ich das letzte Video beendet habe. Warum wir alle Final Fantasy lieben und wir haben alle sehr stark mitgeliebt. Sie waren ja alle richtig, ne, also das war ein gutes Video. Da konnte man ja richtig mitmachen, ne? Sich so richtig reinfühlen einfach. Wir haben hier über eine alternative Vorgeschichte von Final Fantasy X geredet gerade eben. Krass. Was man aus den Charakteren machen kann, weil die einfach so auch so Kanten haben und sich entwickeln. Wieder, du hast schon wieder Spätschicht in der Woche. Was ist mit Samstag? Ich bin Samstag wieder online. Bist du dann dabei? Voll schade. Wir haben uns ein Video angeguckt über Zeitbegrenzung in Videospielen. Dann natürlich Space Frogs mit KI, wollte Bobby Tanium sehen. Dann die Cake News über Shoyoka und Skoros. Und dann dieses wundervolle Final Fantasy Video, wo wir alle mitfühlen konnten, hoffe ich doch. Da kann dann der John wieder eine Tierlist machen. Zu den besten männlichen Final Fantasy Charakteren. Den besten Bösewichten. Mal gucken. Dann hängen wir am Samstag wieder die ganze Nacht dran. So. Jetzt bin ich auch müde. Das ist halt leider kurz, aber ich freue mich, dass du noch gerade da warst. Leider so spät geworden und ich habe morgen Frühschicht. Eine lange Frühschicht auch noch. Ich muss morgen lange durchhalten. So. Vielen Dank an Max und John, die sehr viel gerade beigetragen haben und sehr viele Fragen beantworten konnten. Bobby Tanium, schlaf gut. Schlaf gut, Bobby Tanium. Ich singe ihm noch was vor. This isn't like Disney or Final Fantasy.
Die Folge von Girlfriend Review habe ich tatsächlich irgendwo gespeichert, um sie immer wieder, mir immer wieder anzuhören. Und Robert, danke fürs Dabeisein. Auch wenn wir heute schon wieder nicht Demon's Souls gespielt haben, aber es macht so viel Spaß. Roxy, gute Nacht, falls du noch da bist. Es macht so viel Spaß, sich die ganzen Videos anzugucken. Gute Nacht, Sapsi. Gute Nacht, Karma. Ich wollte mal gucken, ob wir irgendwen raiden können. Während ich hier abbaue, höre ich. Also, ne, ich baue hier eh alles gerade noch schnell ab, bevor ich schlafen gehe. Und dann lasse ich auch den Gradeten laufen. Imp, imp, imp. Hatten wir letztens schon. Mon Official. Pro Jared. Beim letzten Mal hat er aber ein Flaggenspiel gemacht. Das Video wollte ich mir gar nicht erst angucken. Auch wenn mein Name vorkommt, aber nein, machen wir nicht. Komm. Der Imp, der nimmt das gar nicht wahr. Der hat eh hunderte Zuschauer. Das kümmert den doch gar nicht. Aber es ist niemand, glaube ich, da, dem ich damit eine Freude machen würde. Kawabanga! Max! Dankeschön! Auch am Ende noch schnell liebevoll. Hast du gedacht, das merkt keiner mehr, weil ich schon weg bin, ne? Aber nein, wir haben es alle gehört. Kawabanga, Mann. Kawabanga, Dude. Danke fürs Prime-Abo. Läuft mein Prime eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken? Überraschung. Dankeschön. Danke. Muss ich nachher mal gucken, ob meins eigentlich noch läuft. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte noch mal gucken im Browser, weil im Browser werden mir oft mehr Leute angezeigt, die online sind, als wenn ich auf Raid drücke. Hard die Lucy. Was macht Lucy da? AMV, Chatting am Start. Reactions, Pause. Sie macht gerade keine Reactions. Schade, sonst hätte ich sie jetzt geradet. Irgendwas mit Musik. Sie hat nämlich auch zur Shoyoka-Thematik ein paar Reactions gemacht.